Guten Abend, liebe Zuschauer. In unserer heutigen Sendung steht keine vorsätzliche, keine gewollte Tat zur Debatte, sondern ein Fall menschlichen Versagens. Dennoch gibt es einen Schuldigen und einen Betroffenen, einen Täter und ein beklagenswertes Opfer. Haben Sie gut geschlafen heute Nacht? Ja, habe ich. Alles fertig? So. Ich gebe Ihnen jetzt etwas Sauerstoff und wir fangen mit der Narkose an. Hexo 04. So, Sie werden gleich ganz müde. Ich wünsche Ihnen bunte Träume. Ist gut belüftet? Ja. Ist der Tropf vorbereitet? Geben Sie ihm den Invertzucker mit auf die Station. Herr Bucher? Herr Bucher? Hören Sie mich? Ja. So. Jetzt nehmen wir ihm den Tubus gleich heraus. Augenblick noch. Besser. Tief einatmen. So. So, husten Sie mal. Ja, nochmal. Ja. Na also, nun ist alles vorbei, Herr Bucher. Wir haben es gut überstanden. Und wir auch, Schwester Karin. Ende der Bereitschaft. Ich bin jetzt nur noch bereit, in mein Bett zu fallen. Ich hatte da nur noch eine Bitte. Am Donnerstag nimmt sich der Chef den Bierbrauer vor. Sie können ihn moralisch darauf vorbereiten. Es wird seinen niedrigen Blutdruck heben. Dabei können Sie gleich noch mal messen. Kann das nicht die Station selber machen? Nein, das ist besser, wenn wir das machen. Auch gut. Tschüss. Schönen Feierabend, Schwester Karin. Danke. Ich will keine Spritze! Bitte kein Versuchskaninchen! Entschuldigen Sie, Schwester Karin. Herr Kriege, hat Ihnen der junge Pfleger schon eine Injektion gemacht? Noch nicht, aber nebenan! Der kann doch gar nicht spritzen, das sehe ich doch! Wollen Sie sich bitte wieder hinlegen? Also, ich will sofort den Oberarzt sprechen. Ja, nachdem ihn Hanyu die Injektion gemacht hat. Einverstanden? Behandelt wird man hier wie ein Stück Holz. Herr Bucher ist frisch. Ach, Herr Bucher. Auf Sie hat man auch Rücksicht genommen. Kommen Sie.
So. Das war's von der Kriege. Ja, aber ich nicht auch. Eine ganz normale Injektion. So. Und machen Sie Hanjo bei den Abendverordnungen keine Schwierigkeiten. Er ist tüchtig. So, Meister Stein. Wollen wir mal sehen, was unser Blutdruck macht. Machen Sie schon den Abend frei? Ja. Der Chef sagte was von Freitag. Doch nicht etwa er. Ganz normale Vorbereitung. Oder haben Sie plötzlich Angst vor uns? Ach, Angst? Soll ich den Arm schön rein? Naja, ein bisschen Babbel habe ich schon. Ich war nämlich noch nie im Krankenhaus. Und das Nichtstun habe ich satt. Man kommt sich so überflüssig vor. Keine Angst. Bier gibt's noch und gebraut wird bald wieder mit, Meister Stein. Nur wollen wir mal horchen. Mal sehen Sie. Alles ganz normal. Und was macht unsere Zeichenmappe? Ach, nichts Neues. Das kennen Sie alles. Darf ich mal gucken? Ja. Soll ich das sein? Ja. Das ist mein erstes Porträt überhaupt. Also das hätte auch gestimmt, da habe ich mich schon als Mädchen drüber geärgert. Wollten Sie nie Maler werden? Na ja, ich habe mal was eingeschickt, aber vor vielen Jahren. Landschaften, Dorfteich mit Enten. Richtig versucht habe ich es erst seit ein paar Jahren. Aber jetzt bin ich Brauer. Mein Mann hat noch schwimmen gelernt mit 35, weil er als Kind fast ertrunken ist. Und jetzt ist er wie versessen drauf. Na wunderbar, Herr Kriegel. Sie laufen ja wie ein junger Gott. Das ist Hanjos Verdienst. Ja, der Oberarzt, der hat mir Bewegung verschrieben. Auch stündlich eine Zigarette? Ja, ich gehe ja bald, nicht? Dann kann ich links rauchen, dann kann ich rechts rauchen. Mahlzeit. Schwester. Ja? Mir tut der Hals so weh. Kann ich schlucken. Machen Sie mal bitte den Mund auf. Ei, warum hast du das nicht gleich bei der Visite gesagt? Da war noch nichts. Zieht das zum Ohren. Na, ich hol mal Dr. Winn. Sie können es behalten. Danke, Meister Stein. Hier sind die Unterlagen. Nicht ganz so sauber wie sonst geschrieben. Voraussichtlich krank gemeldet. Ihr Kind hat einen Masern. Und haben Sie einen Ersatzer für Frau Ross? Ja, Schwester Ulla? Ach, schafft das schon, Herr Doktor. Und wegen Herrn Mäusen rufe ich dann nochmal im Labor an. Na, tut mir leid, Schwester. Aber Sie kennen ja den Warnspruch des Schiffs. Lieber sieben Mann messen, als einmal schneiden. Bei den battierenden Mäusen sind ja erste vier Mann gewesen. Wollen Sie damit sagen, dass uns noch dreimal fehlen? Patient Mäuse brütet eine Angina aus. Er hat Schluckbeschwerden. Na, bei der Visite hat er Leibschmerzen. Angina mit Leibschmerzen. Das kenne ich schon na, von der Kinderstation. Stimmt. Der Mäusel ist wirklich noch ein Mäuschen. Na, na, na. Aber er schreibe sich mit einem E und U. Haben Sie vielen Dank für Ihren Hinweis. Tschüss, Karin. Bitte, Herr Doktor. Ist etwas sauer? Ich musste Stein noch mal Blutdruck messen, da hat der Kleine gejammert. Das ist ja gut. Aber dass du als Narkoseschwester ausgerechnet Nachvisite machen musst. Entschuldige bitte, das war mein Auftrag. Frau Osfeld, das ist der vierte Laborbefund, nur für das Mäuschen.
Guck mal, hat Stein gezeichnet. Und sein Blutdruck? Völlig normal. Sieht mehr nach Überdruck aus. Ich finde, er hat Talent. Ich finde es missgestaltet. Du bist völlig humorlos, mach's gut. Lass ja mal mit mir tauschen. Warum nicht? Weißt du, was ich zuerst machen würde? Ordnung. Bei diesem Durcheinander hier kann man doch nicht arbeiten. Das ist doch alles liegt rum. Ich bin eine Schlampe, was? Ach, sollst du mir das vom Chef stecken? Du, in aller Freundschaft sage ich. In aller Freundschaft wollte ich dir sagen, du müsstest ein bisschen mehr Ordnung halten. Hier ist kein OP, meine Liebe. Dieses Zeug muss nicht steril sein, Gott sei Dank. Hier ist immerhin das Zimmer der Stationsschwester. Dann setz mich doch ab. Du setzt dich selber ab, wenn man dir nicht... Dann rutsch mir doch den Puppen runter. Was soll ich denn machen? Klaus hat Mittelschicht. Wenn ich den ganzen Kram da aufarbeite, komme ich ja nicht mehr zum Einkaufen. Der redet schon seit 14 Tagen nicht mehr mit mir. Und die Jungs, die stehen auf seiner Seite. Na komm, mach einen Zettel, ich gehe einkaufen. Nun mach schon, zier dich nicht. Bist schon irgendwo rein. Die Kartoffeln kannst du da weglassen. Ich mache Nudeln oder Reis. Als wenn dein Klaus Nudeln oder Reis isst. Wiedersehen. Tschüss. Wir müssen unbedingt für Ulla einkaufen. Milch, Butter und vor allem Kartoffeln. Hast du Bereitschaft oder sie? Ulla hat schon fast geheult. Du kennst doch Klaus, das verbündete Stück. Nacht viel los. 7 OPs. Das Schlimmste waren 2 kleine Mädchen. Die haben wie verrückt Mühle gespielt. Sich immer doller gedreht und dann hat die eine plötzlich losgelassen. Unterarmfraktur und die andere eine riesige Platzwunde am Kopf. Ach, Mann, was alles passiert. Willst du Kaffee oder Tee? Nee, lieber Tee. Ach. Und wie war's bei dir? Ja, wie immer. Wieso? Hast du keinen Hunger? Jetzt will ich mich erst mal wohl. Ach, tu das. Du bist eigentlich immer da, wenn ich komme. Die Ulla ist so oft alleine. Kraftwerk ist nun mal Schichtarbeit. Was soll ein Klaus da machen? Und was würdest du machen, wenn es Mode würde, Fernsehapparate nachts zu reparieren? Hm. Ah, ich würde wahrscheinlich Milchfahrer werden. Zufrieden? Ist doch mal was.
Das Schnittbrot aus der Halle. Brot ist Brot. Beim Bäcker war es mal zu voll. Glaubst du? Ich muss dir was zeigen. Warte. Moment. Pass mal auf. Was hast du denn da? Ein Bild. Was? Ich. Da bin ich drauf. Hat Stein gemalt. Was denn für ein Stein? Der Bierbrauer, der nächste Woche operiert werden soll. Lachen ist nackt. Da aus? Ach nein. Du, ich hab nicht mal Modell, ist es. Hat er ganz aus dem Kopf gemalt. Zeig mal. Nein. Das ist ja nicht so albern zu tun. Das sag ich dir nicht. Karl, jetzt mal. Ich muss mal angucken. Das ist albern. Ruhe. Ist nicht geschmeichelt. Wieso? Das ist gemalt mit den Augen des stillen Verehrers. Du, mit stillen Verehrer kannst du sogar recht haben. Der Stein ist ein merkwürdiger Mensch. Irgendwie geht von dem sowas aus, so eine Ruhe, verstehst du, so eine Ehrlichkeit. Manchmal habe ich das Gefühl, den kenne ich schon ein paar Jahre. Da habe ich dem nur dreimal Blutdruck gemessen. Bist du müde, was? Ja. Und du? Weißt du, ich geh noch ein bisschen schwimmen. Du, der Stein hat mich schlecht gestaunt, dass du noch schwimmen gelernt hast. Bringst du mich jetzt ins Bett? Alles klar. So, Vorsicht. Ich lass dich nicht weg. Du, geh schon, ich weiß so, dass du noch ins Wasser willst. Schaff's. Nacht. Nacht. Was, das geht wieder vorbei. Komm, wir machen noch einen Start. Na, wer sagt's denn? Das ging ja schon viel besser. So, jetzt ab zu den anderen, die warten schon. Trockne dir den Kopf richtig ab. Ja.
sein, Schatz. Oh, hast du mich schön gerettet. Danke. Du? Ich bin schwanger. Wann weißt du das? Seit 3 Wochen. Der Arzt meint, es ist alles bestens. Lass mich scheiden. Wieso denn? Darüber haben wir doch... Was denn sonst? Ich will das Kind. Ach. Und ich? Du bist der Vater. Was weiter wird, du, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht. Aber Ruth, das ist doch jetzt eine ganz andere Situation. Wir müssen doch irgendeinen Entschluss fassen. Oh, Rolf, ich freue mich auf das Kind und ich will es haben. Aber ich wollte niemals heiraten. Weder dich noch einen anderen. Was hast du dir eingeredet, als du noch ein Sportass warst? Ach, der Sport hätte mich an eine Ehe nicht gehindert. Ich will allein leben. Das mag dir komisch erscheinen, aber es ist so. Aber Ruth, das ist doch jetzt eine ganz andere Situation. Das musst du doch verstehen. Nein. Ein Kind ist das eine. Ein Zusammenleben das andere. Ja, haben wir denn nicht zusammengelebt? Wir waren zusammen. Mir aber auch nicht. Oh. Und die Abende? Sonnabende, die Sonntage? Ich bereue keine Stunde. Wir haben uns gefallen. Wir haben auch einander gebraucht, denn jeder war auf seine Weise einsam. Aber mach dir nichts vor. Karin war immer deine Frau. Und deine Wohnung war immer dein Zuhause. Karin, Karin. Was kommst du mir denn jetzt mit Karin? Es geht doch um uns. Ich hab dich wirklich sehr gern. Aber bloß weil das Kind kommt, da musst du doch nicht plötzlich Entschlüsse fassen, die dir vorher nie in den Sinn gekommen wären. Ach, das stimmt doch nicht. Das ist doch himmelschreiender Quatsch. Ich glaub, ich hätte dich nur angesehen, wenn ich mit Karin so überschwänglich glücklich wäre. Ich hab dich doch auch angesehen. Na gut. Nehmen wir mal an, ich akzeptiere deine Meinung. Dann war ich weiter nichts als ein Zeitvertreib. Ach, nein. Ja, wenn es so ist, warum müssen wir da Karin überhaupt reinziehen? Warum muss sie was von dem Kind erfahren? Muss sie denn alles kaputt machen? Hör doch mal zu. Ich muss doch schließlich in dieser Stadt leben. Hm? Also muss dein Kind erfahren, wer sein Vater ist. Und zwar durch mich. Hm. Und nicht durch irgendwelches Gerede und dumme Zufälle. Na ja. Ich bring's in die Krippe, Karin holt's ab. Und Weihnachten feiern wir zu viert. Ist doch alles romantischer Käse. Wem nutzt denn das? Deine Eigenliebe vielleicht. Aber ich mach dir einen anderen Vorschlag. Gehst ins nächste Krankenhaus und lässt es wegmachen. Entschuldige. Ich will mit Karin reden. Ich bin so müde.
Wenn er 10 gibt. Danke. Curarin, 15 Milligramm. Ja. Na. Was ist denn? Topfen. Weiter topfen. Was ist los? Massive Blutung. Gelafosal fertig machen. Klemme. Klemme. Weiter topfen. Beiklappen. Und nochmal Kreislaufkontrolle. Ja. Kräftige Nacht. Blutung steht. Frau Nordmann! Frau Nordmann! Wir geben Elektrolytlösung. Die Patientin hat ziemlich stark geblutet. 130,80. Danke. Wir lassen Sie noch hier. Frau Nordmann, öffnen Sie die Augen! Sehen. Wenn Sie mich sehen wollen, müssen Sie auch die Augen öffnen. Ja. Jetzt sehe ich Sie. Ist das Programm für morgen fertig? Mhm. Frau Nordmann. Nicht wieder einschlafen. Ja, sehen Sie mich ruhig mal eine Weile an. Ich vergesse, der Chef wollte Sie sprechen. Ich? Ja, keine Bange. Keine Gehaltserhöhung und keine Bereitschaft. Irgendwas dazwischen. Sie haben ja durch die Schule latschen und Schwestern waren. Frau Nordmann! Herr Oberarzt Fricke hat mich bereits unterrichtet, Herr Chefarzt. Sie sind also mit von der Partie bei meinem Werbefeldzug. Im Interesse des Nachwuchses, den wir so dringend brauchen. Selbstverständlich, das mache ich doch jedes Jahr. Das lässt sich gut an. Übrigens, was ich Sie fragen wollte, haben Sie mal auf der Hals-Nasen-Ohren gearbeitet? Nein. Aber Kammersänger Vogt kennen Sie doch. Ja, Kammersänger Vogt war mal auf unserer Station. Aber das ist lange her, noch vor Ihrer Zeit, Herr Chefarzt. Schön, wenn sich ein guter Ruf so hartnäckig hält. Kammersänger Vogt hat einen Leistenbruch, chirurgisch völlig unerheblich. Er wünscht Sie als Narkoseschwester. Nächste Woche, vielleicht auch erst in 14 Tagen. Naja. Ja, und dann werden wir uns sicher auch des Öfteren in der Oper wiedersehen. Übrigens, dieser Pflegeschüler Hanjo, wie Sie ihn nennen, ist wohl ein sehr eigenwilliger, kritischer junger Mann. Ja. Hat er sich über mich beklagt? Er schätzt Ihr fachliches Können überaus. Ich musste ihm da neulich mal aushelfen. Ich fürchte, Sie haben ihm nicht geholfen. Erfahrung muss jeder selber machen. War das bei Ihnen anders? Die Strenge meiner Vorgesetzten hat mir nie geschadet, Herr Chefarzt. Ich darf dann gehen? Bitte. Du solltest dich wenigstens hinsetzen beim Essen. So viel Zeit muss sein. Ich hab Hunger. Da hat heute früh bloß eine Schrippe und eine Tasse Tee. Hast du auch einen Reflekt gekriegt? Der übliche Vortrag mit Fricke bei den Kindern. Was heißt denn auch? Na, dass mir der Chef keine Pfleger und Schwestern backen kann, das weiß ich auch. Aber dass ich die jungen Pfleger zu wenig einsetze, das stimmt nicht. Du musst dich nicht ewig angegriffen fühlen. Hm. Keiner will dir was. Na, und Frau Ross? Die kommt auch nicht. Ihr neuer Mann gestattet es nicht, dass sie Bereitschaftsdienst macht.
Nur ich könnte bleiben. Du mach mal deinen Kram. Du fuschst schon genug umher. Ja, weißt du, wir sind alte Schule. Sowas wie wir stirbt aus. Sag mal, hast du nie Angst, was zu vergessen? Eigentlich nicht. Du bist zu beneiden. Ach, ich wache manchmal nachts auf und denke, um Gottes Willen. Hast du das? Hast du das? Hast du das? Hast du das? Lass es mal zur Kur. Ja, und meine Kinder? Gib sie Klaus. Klaus, du kennst doch meinen Mann. Tschüss. Tschüss. Du, sag mal, wo ist denn Hanjo? Der ist im Spürraum. Einfach rausrennen. Hat doch keiner was bemerkt, höchstens Stein. Man kann alles lernen, Hanjo. Da brauchen Sie nicht gleich so wütend sein. Bei meinem ersten Verbandswechsel bin ich umgekippt. Beine weg. Guten Nacht. Spritze hätte ich ihm auf alle Fälle gegeben. Den Stuhl habe ich umgeschmissen, deshalb stand er hinter dem Bett. Das verstehe ich nicht. Ich habe ihm doch geholfen. Vielen Dank. Ich wollte Sie nicht blamieren, Hanjo. Aber Herr Kriegel ist überempfindlich. Ich auch. Im Krankenhaus haben nur Patienten das Recht, empfindlich zu sein. Ach, und warum sind Sie dann sauer auf mich? Petzen kann ich nicht ausstehen. Petzen? Lass deinen Kumpel nicht abschreiben, du dienst ihm nicht damit. Lass deine Arbeit nicht andere machen. Das ist Lüge. 10 Jahre lang habe ich das auf der Schule gehört. Ach, war das bei Ihnen früher anders, ja? Für dich bin ich wohl älteres Semester. Aber hast schon recht. Nur bei uns ist ein falsches Komma mehr als nur ein Schusselfehler. Na, hören Sie mal! Glauben Sie, ich hätte den Kriegel verletzt? Dauergeschädigt? Womöglich getötet? Wenn Sie weiter so unbeherrscht sind, werden Sie garantiert Fehler machen. Und nie ein guter Pfleger werden. Schönen Feierabend, Schwester Karin. Ach, Herr Stein. Wollen Sie hier Ihre Besuchszeit verbringen? Meine Frau kann heute nicht kommen. Und für die Jungs ist die Krankenhausluft nichts. Na, das verstehe ich. Ich sehe Sie zum ersten Mal ohne weißen Kittel. Ja. Übrigens, dem Kriegel habe ich meine Meinung gesagt. Also, der macht solchen Zauber nicht nochmal. Und den Hanjo habe ich ganz tief gekränkt. Das wollten Sie wohl sagen? Naja, das war zu erwarten. Sie wollen Lehrausbilder gewesen sein, hat er gesagt. Und dann ist Kriegel erst aus dem Bett gesprungen. Was, der Kriegel ist Lehrausbilder? Ja, ich habe das auch nicht gewusst. Obwohl er immer zuerzählt. Ich habe nämlich 3 von Hanjos Sorte zu Hause. Na. Ihre sind sicher jünger. Nee, wir haben keine Kinder. Wir wollten keine. Ach so. Im Grunde habe ich nur meinen Mann. Naja, Schwester Karin, Sie lernen hier so viele Leute kennen. Nee, das ist gar nicht so. Wir im OP haben doch die Patienten nur für kurze Zeit. Naja, schön, ab und zu kommt eine Karte von der Kur oder aus dem Urlaub, aber das ist alles. Also ich schicke Ihnen bestimmt keine Karte. Aber meine Frau empfängt gern Gäste. Natürlich ist Ihr Mann auch eingeladen. Schönen Dank. Wir gehen eigentlich selten weg. Aber Sie müssen aufpassen, dass Sie sich nicht erkälten. Sonst ist die Operation gefährdet. Na, das fehlt Ihnen mir noch. Also, auf Wiedersehen. Wir gehen heute essen. Haben wir denn nichts
zu Hause? Doch, doch, aber es ist eine offizielle Einladung. Von wem? Von mir. Ich bin überhaupt nicht ein bisschen zurecht. Das kannst du doch noch machen. Stört's dich? Ich glaube, einen ganz kleinen Schwips habe ich. Möchtest du noch einen? Hm? Und du? Ich kann das Auto auch stehen lassen. Hm. Hm. Herr Ober. Bitte schön, hast du geschmeckt? Ja, vielen Dank. Ich hätte gerne noch so einen Schoppen und dann noch einen Most. Wenn ich den noch trinke, rutscht du unter den Tisch. Ja, ja. Wir sollten öfter mal wieder weggehen. Wir sind so richtige Sauertöpfe geworden. Vielleicht bin ich nicht der richtige Mann für dich. Wieso? Na? Du brauchst vielleicht einen anderen, so einen Tänzer. Nee, ich meine so einen Unterhalter. Oder einer, der dich von früh bis spät malt. Du. Der Stein hat uns eingeladen, wenn er gesund ist. So. Ja. Mächtig in dich verschossen. Nett ist er zu allen. Aber dich hat er gemalt. Ja. Hat er. Du. Vielleicht liebt er dich. Ja, na, du liebst ihn auch und ihr beide habt es noch gar nicht gemerkt. Ich schwöre dir, sowas gibt's. Wirklich? Stein. Der Wein für die Dame. Ja. Und für Sie den Mast. Ja, vielen Dank. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Hör mal zu. Der Stein ist mir sehr sympathisch. Aber alles andere ist Quatsch. Sowas fängt manchmal ganz harmlos an. Und ehe du dich's versiehst, ist es die große Liebe. Ja, sowas gibt es. Du, der Stein ist 10 Jahre älter als ich. Spielt denn das für eine Rolle? Na, außerdem hat er 3 Kinder. Ja, na, wer zählt denn bei einer Scheidung die Kinder? Nee. Ja. Ich trinke und du bist beschwipst. Ich meine, Scheidung, Trennung, sowas gibt's. Darüber muss man sich doch mal Gedanken machen. Das hast du noch nie gemacht. Stell dir vor, ich sage dir jetzt hier, ich habe eine andere. Ja. Lass mich gehen. Würdest du denn da sagen? Würde ich dich ins Bett stecken und dir einen Puls fühlen? Ich meine das im Ernst. Gut. Ganz im Ernst. Ich hab da einen kleinen Schubs, ich hab's nicht richtig mitgekriegt. Wirklich. Frag mich nochmal. Vielleicht macht das Spaß. Frag mich. Bitte. Frag du. Du verstehst mich. Ich finde, mit sowas macht man keinen Spaß. Komm, wir gehen nach Hause. Du kannst nicht trinken und zu Hause machen, wir sonst gemütlich. Hm? Wir können gerne bleiben. Ich meine, es ist ja ganz gemütlich hier. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Sieh
Sie liebt mich. Sie vertraut mir. Blind, unbesehen. Ihre Ahnungslosigkeit, das ist wie eine Wand. Du kannst dir nicht wehtun. Das habe ich schon verstanden. Das ist ein gutes Zeichen für uns alle. Ach, Flucht nochmal. Ich ersaufe. Ich kann da so nicht leben. Es gibt bloß nur eine Möglichkeit. Du musst mit ihr reden. Nacht, schlaf schön. Du. Hm? Ich habe auf dich gewartet. Ja. Ich habe immer noch nicht gewartet. Guten Morgen. Oh, wenn du schon auf mich keine Rücksicht nimmst, dann denk doch wenigstens an die Nachbarn. Aha. Francis frühstücken doch schon. Hörst du das Radio nicht? Oje, um fünf. Um fünf höre ich gar nichts. Oh, was denn los? Ist nichts passiert. Was denn? Hoffe mal, du kannst doch nicht das Ding da auf den Tisch stellen. Ach, das mache ich doch immer so. Dafür haben wir eine Leiter. Bin doch schon wieder oben. Also kannst du dir das Genick brechen. Ah, bist du immer mit dem Kopf durch die Wand muss. Der Kopf ist ganz gut. Und alles andere funktioniert auch. Na komm, geh noch eine Stunde ins Bett. Ja. Ich mach das schon. Ist Ruth Bertram. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja, bitte. Aber ich muss jeden Moment zum Dienst. Na, kommen Sie rein. Fallen Sie aber nicht über die Strippe. Danke. Tja. Und warum? Warum sagt er mir das nicht? Er hat's versucht. Vielleicht wollte er ihn nicht wehtun. Nicht wehtun. Und wie lange kennen Sie? Seit er zum Schwimmen kommt zu uns.
Was soll ich denn jetzt machen? Wollen Sie seine Sachen holen? Ich werde ein Kind bekommen. Und ich möchte das Kind auch gerne haben. Weiter verlange ich nichts. Sie wollen das Kind haben. Entschuldigen Sie bitte. Auf Wiedersehen. Schwester Karin, wegen gestern, ich wollte mir... Sie sehen ja so schlecht aus. Ich bin schlecht geschminkt. Ich wette, du hast seit heute früh noch keinen Happen. Das Mäuschen noch okay? Wie geht's denn, Frau Müller? Normal. Bist du so blass? Hast du geheult? Aber was ist denn, Karin? Vielleicht bin ich schwanger. Spinnst du? Warum nicht? Ihr habt doch alle Kinder. Warum ich nicht? Ernsthaft? Das wäre doch prima. Wolf kriegt ein Kind. Wie? Verstehe ich nicht, wieso wohl? Nein. Doch. Sag mal, bist du verrückt und dann stehst du noch im OP? Das kannst du nicht machen. Doch, ich kann. Nein, das kannst du nicht. Du musst mit Rolf sprechen. Nach Feierabend. Das ist nicht richtig, Karin. Das ist nicht gut, glaub mir. Entschuldige bitte. Ich muss jetzt gehen. Karin. Unstechung. Unglücken. Kann langsamer laufen. Puls?
Wunschfälschung. Danke. Danke. Die Fahrservice? Ich will an Goltz sprechen. Moment bitte. Ja, hier Goltz. Hallo. 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 Herr Mäuser, nicht wieder einschlafen. Na, fühlen Sie sich wohl? Na also, Sie haben es auch gut überstanden. Hängen Sie mir ruhig noch Elektrolytlösung an. Gehen Sie doch mal ran, Schwester. Das ist doch Kaliumchlorid! Wollen Sie denn den Mann umbringen? Penner! Bin! Herzstillstand! Dr. Bin, schnell Herzstillstand! Komm, was machst du? Schnell, ja! Tubus! Tubus! Klemme. Aber ich kann doch nicht Kalium. Bring da endlich das EKG her. Treten Sie ab! Was ist das? Elektroschock fertig machen. 300 Wattsekunden. Schwester Karin, nehmen Sie doch eine. Die schaffen das schon. Jetzt! 400 Wattsekunden. Fertig? Jetzt! Fertig? Jetzt! OP fertig! Rüber! Natrium Bicarbonat fertig machen.
Okay, wie... Karin? Wenn wir die Frage nach der Verantwortlichkeit für den Tod eines Menschen stellen müssen, sind vor allem zwei Dinge zu klären. Erstens, wodurch ist der Tod verursacht worden? Und zweitens, wer hat ihn verschuldet? In diesem Falle war das Ergebnis der Obduktion eindeutig. Der Tod des Patienten war durch Herzversagen eingetreten, verursacht durch die fehlerhafte Infusion von Kaliumchlorid. In ihrer Depression hatte Schwester Karin eine falsche Flasche gegriffen und die tödlich wirkende Flüssigkeit in die Blutbahn des Patienten befördert. Aufgrund dieses Sachverhalts hatte der ärztliche Direktor des Krankenhauses Anzeige erstattet, was als staatlicher Leiter übrigens seine Pflicht war. Ermittlungsverfahren und Anklage wegen fahrlässiger Tötung waren da unvermeidlich. Dennoch wird mancher von Ihnen fragen, welchen Sinn Strafe in solchem Falle haben soll. Ist für diese Frau das Bewusstsein, durch ihren Fehlgriff ein Menschenleben ausgelöscht zu haben, nicht schon Bürde und Last genug? Verantwortlichkeit und Strafe sind auch in solchem Falle unverzichtbar. Denn ein Vorwurf konnte der Angeklagten Karin Goltz nicht erspart bleiben. Dass sie im Zeitpunkt der Tat ihrer seelischen Verfassung nicht Rechnung getragen, den Dienst im Operationssaal trotz Warnung durch ihre Kollegin angetreten und sich einfach überschätzt hatte. Aber wer wusste besser als sie, dass dort, wo komplizierte Eingriffe in den menschlichen Organismus vorgenommen werden, es stets höchster Konzentration und Leistungsbereitschaft jedes Beteiligten bedarf. Verantwortlichkeit und Strafe sind hier auch deshalb unumgänglich, um Leben und Gesundheit zu schützen und vor ähnlichen Missgriffen zu bewahren. Tragisch bleibt der Fall der Karin Goltz dennoch. Denn hier saß eine Frau auf der Anklagebank, die für den ebenso aufopferungs- wie verantwortungsvollen Beruf einer Krankenschwester wie geschaffen war. In solchem Falle stehen Richter und Staatsanwalt vor keiner leichten Entscheidung. Da müssen wir, um mit Fontane zu sprechen, mit dem Verstand fühlen und dem Herzen denken. Zumal, da das Opfer meist Angehörige zurücklässt. Um den verstorbenen Patienten Meusel trauerten eine junge Frau und ein minderjähriges Kind. Das Gericht verurteilte die Angeklagte Karin Goltz in Übereinstimmung mit dem Antrag des Staatsanwalts wegen fahrlässiger Tötung gemäß § 114 Absatz 1 Strafgesetzbuch unter Berücksichtigung aller Umstände auf Bewährung. Für den Fall der Nichtbewährung wurde ihr eine Freiheitsstrafe von einem Jahr angedroht. Die Bewährungszeit wurde auf ein Jahr und 6 Monate festgesetzt. Das Krankenhaus hatte zudem gemäß § 339 Zivilgesetzbuch für den finanziellen Schaden aufzukommen, der den Angehörigen des Opfers entstanden war. Dies betraf insbesondere den anteiligen Unterhalt für das minderjährige Kind des Verstorbenen sowie die Bestattungskosten und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Todesfall. Arbeitsrechtlich wäre es möglich gewesen, Karin Goltz in Höhe eines Monatsgehalts materiell zur Verantwortung zu ziehen. Davon allerdings hatte der ärztliche Direktor des Krankenhauses mit Rücksicht auf die persönliche Konfliktsituation der Verurteilten abgesehen. Eine Entscheidung, die, wie ich finde, menschlich zu billigen und zudem auch juristisch vertretbar ist. Fazit des Falles: Angst vor dem Krankenhaus, liebe Zuschauer.
Vorfälle der hier geschilderten Art passieren in den Einrichtungen unseres Gesundheitswesens sehr selten. Aber vielleicht kann dieses Exempel den Blick dafür schärfen, wie schwer die Pflichten all jener wiegen, in deren Hände Verantwortung über das Leben von Menschen gegeben ist. Guten Abend.